Da haben wir die beiden. Fabian tatsächlich mit dem Marincis Deck unterwegs. 6:0 im Turnier mit diesem Deck. Das ist schon wirklich eine absolute Meisterleistung. Es sind heute die Decks, bei denen niemand weiß, was sie machen. Und oh mein Gott, da sehe ich Nibiru the Primal Being im Main Deck. Ja, wir haben die Karte noch gar nicht gesehen an diesen Wochen, aber Fabian spielt eben diese Karte. Und Ernst, wir haben zwar schon sehr, sehr viel Runic gesehen an diesem Wochenende, aber wir haben noch nicht Runic for Hire gesehen. Und das ist ja das Deck, für das sich Ernst hier entschieden hat an diesem Wochenende. Ja, der Mann ist nicht zum Spaß hier. Und das zeigt sich auch in seiner Deck-Choice. Wir haben schon andere Spieler mit großen Namen gesehen, wie sie dieses Deck auf Major-Events spielen. Und Ernst tut es ihnen gleich. Normal Summon Rex for Hire. Fright for Hire. Ja, der wurde sich gesucht eben durch Fossil Deck. Und wir suchen uns da jetzt dann Rookie for Hire, die, ich würde meinen, beste Zauberkarte, die man suchen kann im for Hire Archetype. Und eben die, für die man ein Monster tributen muss, um dann ein anderes Verheier-Monster aus dem Deck spezial zu beschwören. Aber bevor wir das überhaupt machen, gehen wir doch einfach in unsere Sprite Engine. Ich hab's vorhin schon gesagt, ne? Die Sprite Engine ist wirklich überall an diesem Wochenende. Die Sprite Engine ist tatsächlich überall. Wir sehen sie permanent, aber die Runic Engine wird auch nicht weit weg sein. So, jetzt Special Summon wir erstmal Red. Und damit sind wir schon auf einem guten Weg, würde ich fast behaupten. Ja, damit wären wir in der Lage, um so Sachen wie Ash Blossom rumzuspielen, aber ich glaube, die Karte, die ich bei Fabian gesehen habe, war nicht die Ash Blossom, sondern es war die Impermanence, um die man eben nicht rumspielen kann mit diesem Sprite Rot. Und da kommt dann jetzt der gute alte Beat aufs Feld. Wir fangen also munter an, erstmal hier mit unseren Verheier-Karten zu spielen. Auch unsere Sprite Engine ist im Spiel und es wird jetzt hier der Donner Dagger Verheier aufs Feld kommen. Und der ist tatsächlich sehr, sehr bekannt gewesen, auch schon aus anderen Decks, weil das ist eben eine Möglichkeit, zum Beispiel im Kashtira-Deck einfach aus zwei Monstern das Feld wieder frei zu bekommen. Aber es wird jetzt tatsächlich direkt die Impermanence auf den Donner geschmissen. Und jetzt muss Ernst erstmal schauen, was machen wir daraus, weil es wäre jetzt hier wirklich wichtig gewesen, diese beiden Verheier-Monster wieder aus dem Friedhof zurückzubekommen. Er hätte hier Rex und auch Beat wieder beschwören können. Und jetzt muss er erstmal gucken, wo er bleibt, wenn ich ehrlich bin. Ja, Donner ist nämlich nicht nur ein Scrap-Dragon, um das Feld freizukriegen. Ja, nein. In manchen Decks, speziell für Higher-Decks, hat er nämlich auch noch andere Applikationen. Und du hast recht, Ernst sieht komplett verwirrt aus gerade. An dem Punkt bin ich noch nie gescheitert. Und er hat drei Handkarten. Es sieht vielleicht wieder so aus, als hätte er keine gute Access zu der Runic Engine. Ich glaube, er hat gar keinen Access auf die Runic Engine, wenn ich ehrlich bin, weil den hätten wir höchstwahrscheinlich gesehen. Wir haben ganz, ganz viel für Hire, wir haben ganz, ganz viel Sprite, denn da ist jetzt auch der Sprite Starter. Und der Sprite Starter gibt ihm jetzt zumindest mehr Buddies aufs Feld. Ja, okay. Wir können natürlich uns den Beat auch einfach wieder zurückholen. Wir chainen jetzt hier nämlich an den Effekt vom Sprite Starter dann direkt den Effekt von Rex an. Der verbannt sich selbst. Das ist ein Effekt, der nur in der Main Phase benutzt werden kann, aber eben ein Quick-Effekt ist. Deswegen kann er da angechained werden und bringt uns dort den Beat zurück aufs Feld. Und auch Sprite Blue kommt aufs Feld hier an der Stelle. Ja, Sprite Blue ist noch gar nicht durch den Jet gegangen. Macht tatsächlich gar keinen Unterschied, weil er nur Sprite Starter als einzige Zauberfallenkarte in seinem Deck hat mit Sprite im Namen. Und wir gehen jetzt in Gigantic Sprite und da schauen wir mal, was dann passiert. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Also, da ist jetzt eben dann höchstwahrscheinlich einfach es Zeit, auch noch Carrot zu beschwören, oder? Weil ich glaube, natürlich, da ist auch ein weiteres Verheier-Monster, was wir dort beschwören können. Und es ist Donpa, der Gute. Und Donpa wird er jetzt erstmal beschworen. Der Effekt von Beat wird aktiviert, um Rex auf die Hand zu suchen. Das heißt, Follow-up für den nächsten Zug ist auch da. Und da ist jetzt, glaube ich, auch die Möglichkeit da. Ich wollte gerade sagen, da ist die Möglichkeit da, in Folgo zu gehen. Aber das ist natürlich schwierig, wenn da der Gigantic Resolved ist. Ja, Folgo generiert ja am liebsten viel Folgo-Up mit seinem schönen Draw 3 allein schon im Gegnerzug. Aber nachdem wir Gigantic Sprite und Sprite Starter aktiviert haben, ist erstmal Essig mit Folgo. So also müssen wir gucken, wie wir sonst klarkommen. Wir haben eine Runic-Zauberkarte, aber es ist eben die Spielfeld-Zauberkarte. Und ich glaube, das war die Handgeste von Ernst, dass hier abgegeben wird. Tatsächlich, es ist der Zug von Fabian. Und Ernst hat jetzt ja trotzdem auf Umwegen die Möglichkeit, noch in den Folgo zu kommen. Er kann aus IP einen Folgo machen und dann hat er den Rex wieder im Friedhof, um dann auch Donpa zurückzuholen. Von daher, da sind Möglichkeiten da. Aber mal gucken, ob es Fabian dazu kommen lässt, der da eine Hand prall gefüllt mit Monstern hat auf jeden Fall. Und jetzt sieht Ernst auch die Neuigkeiten. Er spielt gegen Marincis und das ist da erstmal der Doktorfisch, der beschworen wird. Genau, Blue Tang, auch übersetzt als Doktorfisch, hat mich wirklich immer verwirrt, bis ich gemerkt habe, dass es einfach wirklich einen Fisch gibt, der Doktorfisch heißt. Absolut, genau so ist es. Und
Das ist, glaube ich, jetzt erstmal auch in Ordnung. Ja, wird abgenickt von Ernst an der Stelle. Aber ich meine, er hat jetzt halt die Möglichkeit, sofort einfach auf den Resolve davon, sich dazu zu entscheiden, IP-Mascarena zu benutzen. Ja. Auch Beat oder Donpa wegzulinken und dann sofort eben Donpa zurückzuholen mit Rex. Und dann kann er eben für diesen Draw 3 gehen. Und der ist wirklich richtig, richtig gut, wenn da auch noch der runische Brunnen auf dem Feld ist, ja, weil dann kannst du ihn potenziell einfach in deine Runikarten reinziehen. Also, pass auf. Ich habe jetzt eine wichtige Frage an dich. Marincest ist ja jetzt nicht das populärste Deck gewesen. Warum ist es jetzt gerade gut? Warum performt er so stark, der Fabian? Ich denke, es gibt dafür zwei Gründe, die auf jeden Fall schnell erklärt sind. Und einerseits, ein Grund, den ich schon häufig angeführt habe an diesem Wochenende, Jordan Lockbird ist nicht so häufig vertreten gerade. Ja. Andererseits, auch Nibiru ist nicht so häufig vertreten. Das heißt, das Deck kann häufig einfach unbefreit durchspielen. Und dann ist einfach die Marincest Welle eine unglaubliche Macht. Ja, das die stimmt. Karte ist unglaublich stark. Und da wird jetzt dann erstmal in Folgo gegangen. Und du hast gerade schon die Stirn gerunzelt, warum er da ja dann auch den Beat noch dazu benutzt hat. Aber es liegt daran, dass Folgo sehr, sehr spezielle Beschwörungsbedingungen hat. Ja, es braucht verschiedene Typen. Es braucht einfach drei Monster tatsächlich. Und deswegen hat er da keine Wahl und muss und einfach alle drei. Types. Ja, ja, das auch. Aber ich meine, er hätte ja auch mit IP einfach schon mit IP plus einem anderen Monster in einen Link 3 gehen können. Aber Folgo benötigt eben speziell drei Monster. Jetzt benutzt er Folgo auch sofort natürlich, um Rafal spezial zu beschwören. Und jetzt wird er dann erstmal mit Rafal zwei Karten aufdecken, entscheidet sich dafür. Wir haben gar nicht gesehen, das was er da auf die Hand genommen hat. Ich glaube, das war der Droplet, den er sich genommen hat. Scheinbar. Ich meine, der Jet macht ja auch wirklich gar nichts mehr. Der Jet hat keine Ziele mehr im Deck, deswegen würde es wenig, wenig Sinn ergeben, den zu nehmen. Und jetzt wird aber einfach dann ganz entspannt, nachdem wir uns eine Karte nach Belieben auf die Hand genommen haben, nehmen wir uns nochmal drei zufällige Karten auf die Hand. Sebastian, man muss auch einfach mal drei Karten ziehen. Also wirklich. Das ist nicht immer lang schnacken, sondern auch mal drei Karten ziehen. Das macht man manchmal auch mit dem Fountain, geht aber auch nicht immer. Wenn es mal nicht geht, hast du immer noch Folgo. Hauptsache, wir ziehen einfach Karten. Das ist genau das, was Ernst die ganze Zeit machen möchte und er macht einen guten Job. Ja, ich denke auch. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert hier in diesem Turnier. Und jetzt sitzt er hier Marincest gegenüber und Marincest hat eine Hand voller Monster. Und jetzt wurde aber zumindest schon mal ein Problem des Decks überwunden, weil es kann halt manchmal sein, wenn die Normal Summon sofort irgendwie das Feld verlässt, dass dann danach nichts mehr da ist. Aber wir hatten das Marincest Spring Girl und das kann sich eben beschwören, indem er eine Marincest-Karte vom Friedhof verbannt. Deswegen war das sogar ganz praktisch, dass da der Herr Dr. Fisch in den Friedhof gegangen ist, denn das hat uns eben ermöglicht, das Spring Girl spezial zu beschwören. Um dann auch direkt in Blue Slug zu gehen. Und jetzt wird noch ein Effekt von Spring Girl auf Chainlink 2 gesetzt, damit Blue Slug als Chainlink 1 durchkommen kann. Genau so sucht, ist glaube ich, die Field Spell, oder? Nee, Blue Slug kann jetzt tatsächlich aus dem Friedhof einen wieder zurück auf die Hand nehmen. Und oh, da ist jetzt auch noch das Seepferdchen. Und ich meine, Fabian legt jetzt hier sogar ganz gut los, ehrlich gesagt. Ich habe es gar nicht so hier. Da wäre jetzt die Möglichkeit da, sich den Field Spell zu suchen. Wir gehen für Marincest Meeresengel. Und es ist aber eben ein Irrglaube, dass damit nur die Spielfeldzauberkarte gesucht werden kann. Mittlerweile in dem Legendary Pack, wo Marco Tsunami das Cover geschmückt hat, wurde eben auch die Marincest Dive released. Jau. Und die ist auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Die hat das Deck nochmal auf das nächste Level elevated. Aber er entscheidet sich trotzdem für die Spielfeldzauberkarte, für den Battle Ocean. Der ist natürlich auch trotzdem nach wie vor noch wirklich Herzstück des Decks. Marincest Dive tatsächlich feiert das, glaube ich, ungefähr gerade Geburtstag. Ne? Die ist ziemlich genau zur deutschen Meisterschaft letztes Jahr rausgekommen. Ziemlich genau in etwa. Ernst nickt das alles ab. Es scheint irgendwie so, als hätte er auf gar keinen Fall irgendwie eine Runic-Karte gezogen, weil er nimmt sich dann nicht mal mehr irgendwie das Recht raus, kurz nachzudenken oder sowas. Der sagt die ganze Zeit sofort immer, ja, mach weiter, mach weiter. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Und vielleicht hat er einfach wirklich keine einzige Runic-Karte gezogen, wer weiß. Ich meine, es sind nur drei Karten, die er gezogen hat. Klar, müssen die Runic-Karten sein. Nachdem man schon durch 10 Karten aus seinem Deck durchgegangen ist und immer noch keine Runic-Karte gezogen hat, irgendwo müssen sie auch mal passieren. Irgendwo müssen sie sein. Aber erstmal wird Korallanemone beschworen und jetzt wird gleich noch was aus dem Friedhof geholt. Ja, also Fabian, erstaunlicherweise hier in dieser Going-Second-Situation, kommt einfach tatsächlich in seine Plays rein. Jetzt ist aber erstmal der Ernst wieder dran und Ernst sagt, ich möchte Rex aktivieren, um mir sondern Beat auf die Hand zurückzunehmen. Das ist schön und gut, mehr ist jetzt aber erstmal kein
kein Play, was ihm sofort irgendwie großen Vorteil ermöglicht. Denk aber auch dran, jetzt hat Ernst ungefähr 200 Handkarten, ja? Oh, ich habe aber nicht bedacht, natürlich, er hat sich durch dieses Play die Möglichkeit gegeben, den Effekt von Rafale zu aktivieren, weil Rafale, um einen Monster-Effekt zu annullieren, muss halt eine Verheierkarte abwerfen. Und das hat er dann eben geschafft. Dadurch hat er die Möglichkeit gehabt, eben genau das zu tun. Von daher clever gemacht von Ernst an der Stelle. Außerdem hat Ernst sehr viele Ressourcen und hat noch keine einzige Runikarte aktiviert, außer die Fountain. Oder hat er sich vorher... Ich glaube, er hat die einfach hart aktiviert, oder? Ja, da war ansonsten dann, noch gar nichts. Dann wäre da ja eine Battleface im nächsten Zug. Das ist absolut korrekt. Das ist natürlich angsteinflößend. So, da kommt das nächste Monster, was die auch Coral eben Triangle in diesem Legendary Pack released wurde. Und Coral Triangle eben auch sehr, sehr stark, denn Coral Triangle ist die Karte, die dir die andere so gute Karte aus deinem Deck auf die Hand befördern kann. Die kann nämlich einfach die Marincis Wave suchen. Dafür müsstest du aber tatsächlich ein Wassermonster abwerfen. Ich weiß gar nicht, ob das hier gerade passiert ist, oder? Ich sehe gar nicht, dass da ein Wassermonster auf den Friedhof gelegt wurde. Ist das denn ein Summon-Effekt oder kann man das einfach als Ignition irgendwann machen? Okay, jetzt passiert es. Ja, absolut korrekt die Frage, absolut berechtigt, denn er kann einfach erst den Battle Ocean resolven, um dann jetzt sich die Marincessin Welle zu suchen. Und diese Karte hat wirklich so, so viele Applikationen, weil die ist natürlich so etwas wie eine Impermanence, aber noch dazu sagt ihr eben einfach, alle deine Marincis Link Monster sind unberührt von Karteneffekten für den Rest des Zuges. Und das kann teilweise sogar einfach im eigenen Zug gemacht werden, um Nibiru rumzuspielen oder sowas. Das Ding ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und ich meine, Fabian hat auch wirklich, er ist einfach in the zone gerade. Ja. Also der ist einfach konzentriert. Ich bin mal gespannt, ob er da noch was anderes hinlegt. Wir haben ja auch ein paar Link 4 Monster. Wie würde zum Beispiel die Aqua Argonaut. Ja, ja, würde ich fest von ausgehen. Das ist ja ein Spell Negate, Spell Trap Negate. Und möchte man gegen so ein Runic Deck wahrscheinlich schon dann irgendwie aufs Feld bekommen, würde ich mal denken. Er spielt auch World Sea Dragon Zelantis. Ja, die Karte ist wahrscheinlich in dem Deck ist der beste Use überhaupt für diese Karte. Also, das ist wirklich in dem Deck einfach eine absolut phänomenale Karte. Weil das Interessante ist, Marincis ist wieder so ein Deck. Man kann es so ein bisschen parallelen ziehen zu Gigantic Sprite. Marincis lockt nämlich beide Spieler in Wassermonster und dementsprechend, wenn dann der Zelantis resolved und alle Karten auf dem Feld erstmal verbannt, ja, guess what? Da kommt nichts wieder. Da kommt nichts wieder beim Gegner. Du selber hast ja eine ganze Menge Wassermonster, die du bringen kannst, aber der Gegner ist dann erstmal schwer getroffen davon. Das ist natürlich ziemlich frech. Und wir sehen auch bei Fabian 4 Handkarten. Also, es wird eine Ressourcenschlacht am Ende des Tages hier, da bin ich mir fast sicher. Ich bin wirklich hellauf begeistert, wie sich Fabian hier einfach reingespielt hat in das Spiel. Und Ernst mit einer weiteren fossilen Ausgrabung. Und ganz ehrlich, Rex hat er eigentlich schon genug gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass das war, was ihm gefehlt hat. Von daher weiß ich nicht, inwieweit er davon jetzt hier profitieren kann. Aber es schadet auch nicht. Und jetzt aktiviert er den Donpa-Effekt. Donpa kann jetzt dann den Rex sofort aus der Hand spezial beschwören. Das können ja im Prinzip, das war ja das Ursprüngliche, was eigentlich alle Verheiers damals gemacht haben. Du kannst einfach nach und nach sofort alle die Verheiers auf den Tisch kloppen, alle Special den anderen wieder aus der Hand heraus. Aber es wird sich sofort von Fabian dafür entschieden, den Donpa zu annullieren mit der Marincis Wave. Ansonsten gibt es auch nämlich einen Schuss, wenn neben Donpa ein Verheier-Monster spezial beschworen wird. Genau so ist es. Darf er einfach zumindest versuchen, den Fieldspell zu poppen. Da kommt dann aber eben einfach der Rex als Normalbeschwörung dann stattdessen aufs Feld. Jet wird spezial beschworen. Ernst wollte ihn nicht nehmen mit dem Rafale, hat ihn dann scheinbar aber vielleicht einfach trotzdem bekommen dann mit dem Folgo-Draw. Konnte er sich halt leider dann nicht aussuchen. Und Rafale und Rex werden jetzt zu einem Link 2. Und da bin ich mal gespannt, was Ernst uns da zaubern möchte. Es wird doch jetzt wohl dann nochmal Donner sein. Ja, davon gehe ich aus. Es ist einfach der beste Link 2 in diesem Deck. Der ist der Weg, um alle deine Plays irgendwie loszukriegen. Und kannst du hiermit vielleicht sogar Folgo spezial beschwören? Allerdings kannst du Folgo spezial beschwören und das normalerweise ein Monster, was extrem harte Bedingungen hat, um es zu beschwören. Wir haben es ja gerade gesehen, du musst drei verschiedene Monster mit verschiedenen Typen haben und jetzt aber durch Donner einfach so easy aufs Feld zu bekommen. So, jetzt wird nochmal das Deck gecuttet, bevor wir wieder die obersten zwei Karten aufdecken. Und diesmal, jetzt sind wir in der Runic Engine drin, da wird der Runic-Tipp einfach auf die Hand genommen und das ist natürlich Grund. Interessanterweise für Fabian zum Grinsen. Fabian hat so, okay, hast du auch endlich mal deine Runic Engine bekommen? Wurde auch Zeit, wirklich. Und das macht es jetzt natürlich um einiges interessanter. Das macht es jetzt nochmal möglich, dass Ernst wirklich auch das volle Potenzial seines Decks hier einfach zeigen kann.
aber er muss sich trotzdem irgendwie da erstmal jetzt noch um das Monster auf Seiten von Fabian kümmern, weil das ist unaffected von Karteneffekten. Das heißt, Flashing Fire und Freezing Curses beide egal. Und du musst auch erstmal genug Angriffspunkte finden, um da irgendwie rüber zu rennen. Das ist in dem Deck auch nicht so einfach. Von daher sehe ich es gerade gar nicht so recht, wie ernst überhaupt hier das Ding da outen soll. Wir haben durch die letzte verboten und limitierten Liste gesehen, dass Runic da ein bisschen getroffen wurde. Dadurch, dass der Brunnen auf 2 gesetzt wurde. Allerdings scheint das wirklich die Spieler auf diesem Turnier echt nicht so ganz zu interessieren. Ja, also vorher gab es ja schon die Diskussion, ob man überhaupt 3 spielen sollte, sondern ob man nicht vielleicht eher 2 spielt. Es scheint mir so, als wäre den Runic-Spielern eher mehr Platz gemacht worden und diese Entscheidung abgenommen. Ja, die Entscheidung wurde ihnen einfach komplett abgenommen und es ist auf jeden Fall deutlich, dass es sehr, sehr gut noch spielbar ist, auch mit nur 2 runischen Brunnen. Wir sehen im Main-Leg-Schema von Fabian auch das Buch der Verfinsterung, eine Karte, die gar nicht mehr so populär war in letzter Zeit, ja, aber jetzt hier von Fabian gespielt wird. Und er hat noch nicht genug Karten gezogen. Es wird nochmal nimmt 2 durchgeführt. Was. Und stimmt, der Folgo kommt direkt hinterher. Wir haben gerade 5 Karten am Stück gezogen. Ja. Einfach mal so. Einfach mal so nebenbei Folgo-Effekt und Fauten-Effekt für den entspannten C5. Und mittlerweile, obwohl ja eigentlich Runic-Strategien eher dafür bekannt sind, den Gegner irgendwie zu deckouten, ist Ernst davor, kurz davor, sich hier selbst zu deckouten, ehrlich gesagt. Das stimmt, der Junge muss wirklich aufpassen, ansonsten wird das hier ganz schön schnell ernst bei ihm. Und dementsprechend geht er jetzt auch schon in Nightmare Phoenix und versucht jetzt auch noch mehr zu ziehen. Also er hört gar nicht erst auf, er ist komplett wild geworden, will nur noch mehr Karten aus seinem Deck haben, um irgendwie auch eine Antwort auf das Monster zu finden. Man stoppe den Jungen, er schadet sich nur selbst. Nein, also unglaublich viele Handkarten. Es zeigt sich, was vielleicht... Ich glaube, wenn das Runic Verheyer Sprite Deck erstmal ins Rollen gekommen ist, beeindruckt es mich noch mehr als das Runic Lifetime Sprite Deck. Weil das Runic Lifetime Sprite Deck macht super konstant immer wieder dasselbe irgendwie und kann extrem gut grinden und so. Aber das Ceiling vom Runic Verheyer Sprite Deck. Oh, da linken wir jetzt aber einfach mal das gegnerische Monster weg und machen eine Underworld Goddess aus dem gegnerischen Monster und ein paar mehr von uns noch. Sehr, sehr cool, muss ich da einfach nur zu sagen. Underworld Goddess haben wir schon länger nicht mehr auf Turnieren gesehen. Am Anfang wurde da viel drüber diskutiert, als Power of the Elements rausgekommen ist und man sich überlegt hat, wie oute ich denn im Tier Elements irgendwie bestimmte Monster? So ein Avramax, was mache ich denn überhaupt dagegen? Und dann haben die Leute erstmal so ein bisschen mit der Underworld Goddess rumexperimentiert, haben dann andere Lösungen für das Problem gefunden. Aber schön, sie auch mal wieder zu sehen, Monster vom Gegner wegzulinken, einfach auch mal eine spaßige Sache. Gefällt mir gut, weil auch gerade in dem populären Runic Lifetime Sprite Matchup kann es halt häufiger mal dazu kommen, dass ein Abomination mit IP beschworen wird. Und da hast du halt einfach Probleme, das zu outen. Ja. Da einfach die Möglichkeit zu haben, das hier über Underworld Goddess zu machen, finde ich richtig, richtig gut. Das Ding einfach auch mal weglegen. Ja. Wenn man keinen Bock mehr hat, einfach mal weglegen. So, da wird jetzt hier Marinces Dive erstmal aktiviert. Und Ernst möchte vielleicht eine Übersetzung, weil es keine deutsche Kopie ist. Aber nee, ist okay. Es darf auf jeden Fall resolven. Wir spezial beschwören Paskalos aus dem Deck. Und Paskalos, soweit ich weiß, auf Normalbeschwörung auf jeden Fall, aber ich denke auch auf Spezialbeschwörung, erlaubt es dir, ein weiteres Marinces Monster aus der Hand spezial zu beschwören. Und da ist wieder der Dr. Fisch. Und jetzt geht das Ding wieder von vorne los. So. Ernst konnte natürlich nicht für einen großen Push angreifen. Er hat ja Runic-Karten aktiviert. Irgendwann hat er sie dann doch aktiviert, ja. Hat er sich netterweise dazu entschieden, oder sein Deck hat sich dazu entschieden, ihm doch auch Access auf diese Engine zu geben. Und ja, jetzt ist es. Es war nach dem Draw 5, da hat er, oder vor dem Draw 5 direkt eher gesagt. Und wir haben gerade im letzten Featured Match Sleepy Memories gesehen, aber jetzt haben wir hier das Sleepy Maiden. Ja, was die genauso, was die so ganz macht, weiß ich nicht wirklich. Werde ich erstmal durchlesen, die Karte. Du kannst tatsächlich einfach die Karte aus dem Friedhof verbannen, um dann ein Marinces Link-Monster, das du kontrollierst, mit einem anderen Marinces Link-Monster von deinem Friedhof ausrüsten. Das klingt doch fantastisch. Das wird hier langfristig sicherlich der Plan sein. Aber jetzt aktivieren wir erstmal den Effekt von Rafale. Ja, und wir finden die Destruction. Das ist natürlich sehr stark wieder, um diesen so wichtigen Fieldspell vom Feld rauszunehmen. Ja. Ernst grindet sich hier so richtig, richtig gut in dieses Game rein. Er hat am Anfang nicht alle Engines zusammen gehabt, aber er hat die Zeit bekommen, jetzt auch die dritte Engine zum Laufen zu bekommen. Und wenn du erstmal gegen ein Runic-Deck spielst und das wirklich permanent einfach verschiedene ihrer Schnellzauberkarten aktivieren kann, dann ist es echt schwierig, da mitzuhalten.
es grindet dich langsam aber sicher an die Wand. Jetzt wird schon auch noch ein Droplet aktiviert. Und das zweite Evenly-Match wird schon abgeworfen. Das wurde gerade schon auch für den Phoenix abgeworfen, aber jetzt hier auch noch. Und da wird jetzt dann das Seepferdchen in die Zone von Blue Slug beschworen. Du wirst so oft gegen Runic Decks an einem Punkt runtergegrindet, wo ständig 1:1 Karten getradet werden. Deine Plays werden einfach von einer Destruction, einem Freezing Curse oder einem Flashing Fire gestoppt. Nur leider kriegt dann das Runic Deck halt 3 Draws dazu. Und das ist wirklich fatal, denn dann siehst du nächsten Zug ganz schön alt aus. Genau so ist es. Und jetzt schauen wir mal. Wird Fabian jetzt hier noch einen Weg finden? Er wird auf jeden Fall erstmal weitermachen. Es sah kurz so aus, als würde er jetzt auch seine eigene Underworld Goddess beschwören, aber da fehlen ihm, glaube ich, noch ein paar Monster für. 1, 2 fehlen ihm da noch. Und wir gehen wieder für die Korallanemone. Also das ganze Spiel wieder von vorne, Blue Slug, jetzt Korallanemone. Er hofft hier einen Weg zu finden, ein Monster aufs Feld zu legen, das Ernst nicht outen kann. Und er brauchte schon für ein ganz normales Link 3 die Underworld Goddess. Von daher kann ich ihm nicht verübeln, dass er hier versucht, sich auf ein Monster zu setzen. Ja, aber man muss natürlich sagen, im letzten Zug war ja auch noch die Emergency Welle dabei. Ja. Oh, und jetzt darf man natürlich nicht vergessen, es ist natürlich nicht nur ein Out auf große Monster, die sonst schwer zu outen sind, sondern es hat eben auch noch zusätzlich den Effekt, dass du eine Beschwörung vom Friedhof verhindern kannst. Und genau das ist hier gerade passiert. Underworld Goddess Effekt auf den Effekt von der Korallanemone. Dann kommt das Spring Girl jetzt auch noch spezial beschworen. Also wir legen uns munter hoch hier. Und Ernst schüttelt den Kopf und sagt, ja komm, jetzt sind da keine anderen Karten mehr, die ich irgendwie damit angehen müsste. Von daher wird jetzt hier Flashing Fire aktiviert auf das Spring Girl. Wir verbannen Nibiru und Silent Mining. Ernst nimmt den Nibiru da sicherlich auch zur Kenntnis. Ja, gute das Information. Wäre was er im nächsten Spiel vielleicht umschiffen muss dann. Aber erstmal sagt sich Ernst, lass uns noch ein paar Karten ziehen. Da ist der Draw zu. Ich weiß gar nicht, wie Ernst überhaupt noch alle seine Handkarten halten kann, ehrlich gesagt, aber er scheint es zu schaffen. Mir wäre das zu schwer, ich würde das einfach sein lassen. Jetzt kommt die Korallanemone, rennt in den Folgo Justice for Hire und sie ist nicht mehr zerstörbar durch Slumber. Ich denke eher, wir machen es auf die Korallanemone. Oh, guck mal, da sind die anderen Lips auch noch. Aber das bewirkt jetzt hier, dass Fabian seine Karten zusammenpackt. Und Ernst gewinnt hier Spiel Nummer 1 in diesem Runde 7 Featured Match. Und das war schon wirklich mal ein zur Schaustellen, wie stark dieses Runic for Hire Sprite Deck ist. Das sah am Anfang gar nicht so gut aus. Er hatte gar keine Runic Engine, hat da mit Mühe und Not den Zug von Fabian verhindert. Ja. Also, beziehungsweise da kam eigentlich gar nicht so viel von Fabian. Er hat sich da auf seinen Link 3 gesetzt und gehofft, dass das gereicht hat. Und dann kam halt irgendwann die eine Runic-Karte. Und wenn du, ohne gestoppt zu werden, in dieser Runic-Engine drin bist, dann hört das auch nicht dann mehr auf. Dann bist du erstmal drin, genau. Ja. Dann wird sich das Ganze immer weiter und weiter entwickeln und immer weiter irgendwie auch dann aufschichten. Und dann wird der Kartenvorteil halt einfach immer größer und größer und größer. Und da kommst du einfach nicht mehr so einfach wieder zurück hin. Nee, überhaupt nicht. Und dementsprechend hat jetzt hier eben Ernst das Spiel für sich entscheiden können, sichern können, sich diesen 1:0 Vorsprung. Das hat eine ganze Weile gedauert im Endeffekt. Das heißt, die beiden müssen auf jeden Fall die Uhr im Auge behalten. Und ich möchte kurz noch ein bisschen über das Marincis Deck mit dir reden, weil er hat jetzt ja einfach Going Second in das Feld des Gegners hinein mehr oder weniger sein Going First Board gebaut. Ne? Und ich muss sagen, hätte es da überhaupt irgendwie die Möglichkeit gegeben, auch irgendwie ein aggressiveres Play zu haben, irgendwie auch vielleicht zu versuchen, irgendwie einen OTK vorzubereiten oder sowas, weil das muss ich sagen, das würde mir, wenn da keine Möglichkeit ist, würde mir das bei den Decks so ein bisschen fehlen. Also du hast ja selber schon die Option für Silantis angesprochen, dass du in der Battle Phase alles vom Feld nehmen kannst und dann kommt da auch nichts mehr zurück beim Gegner. Da haben wir jetzt drauf verzichtet. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass wir noch eine Summon mehr gebraucht hätten, die es nicht gab. Wäre auch ein bisschen enttäuschend, dass man gegen kaum Gegenwehr nur auf Link 3 kommt, muss ich sagen. Vor allem mit einem Cyber-Stack, was ja quasi nichts anderes macht, als sich hochzulinken. Und zwar immer. Cyber-Stacks sind ja wirklich fantastisch darin, sich hochzulinken. Siehe Mathmag, siehe Salomon Great, siehe Ed Ignister. Interessante Frage. Ist vielleicht jetzt mittlerweile Marincis wieder zum besten Cyber-Stack aufgestiegen? Weil es war ja relativ klar, dass Mathmag das Cyber-Stack to beat war. Aber der Kreis ist jetzt ja nur noch einmal erlaubt und dementsprechend ist es jetzt vielleicht ein Machtwechsel. Vielleicht ist Marincis jetzt das neue Cybers Deck to beat. Ich dachte jetzt, Machtwechsel wird ein Mathmag-Witz. War sehr knapp ein dran. Ein Mathmag-Wechsel. Da gibt es noch Wege, die finden wir noch raus. Morgen kommt ein richtig, richtig gut developter Mathmag. Wunderschön, wunderschön. Aber erstmal kommt hier Spiel 2 dieses Runde 7 Featured Matches. Deswegen wieder rein in die Action und rein in das Spiel, was Fabian jetzt hier öffnen darf.
wird sich zeigen, was Fabian da hinlegen kann mit 5 Handkarten. Wir sehen erstmal doppelt Silent Mining. Da kann das man natürlich geht schon mal gut los. Silent Mining. Ja, das heißt, ein Cybermonster nach Wahl, nach Wunsch darf da einfach der Hand hinzugefügt werden. Und genau der Doktorfisch, den er im letzten Spiel auch schon hatte, wird da genommen. Ja. Aber wir fangen erstmal mit Paskalus an. Paskalus beschwört den Doktorfisch. Und was wird da jetzt auf den Friedhof gelegt? So, dann nehmen es ist das Spring Girl. Okay. Ich vermute mal, das Spring Girl soll da jetzt auf Umwegen durch den Blueslug wieder auf die Hand genommen werden. Ja. Normalerweise kennt man das ja eher, dass man das Seepferdchen nimmt, ja, das Seahorse, um sich selber wieder rauszuspecialen. Aber wir gucken uns das mal an, Spring Girl. Und jetzt werden erstmal die obersten 3 Karten excavated, ob man eine Marinces-Karte findet, und die man sich auf die Hand nehmen kann durch Dr. Fish. Ghost Match. Und das Seepferdchen kommt also trotzdem auf die Hand. Er hat's einfach gewusst. Ernst? Kann ja fast schon happy sein, dass da auf jeden Fall schon mal 2 Ghostmatches nicht auf der Starthand von Fabian sind. Das stimmt, wobei solche Floodgate-Karten wie Ghostmatch, sind die das größte Problem für Runic? Da ist doch meistens eine Access of Destruction irgendwo. Auch wieder wahr, ja, gebe ich dir recht, das stimmt. So, da kommt dann jetzt der Meeresengel, okay, es soll doch nicht Marinces Dive gesucht werden. Da wird vom Judge, glaube ich, darauf hingewiesen, die Karte lag da schon wirklich ziemlich präsent auf dem Tisch. Es muss Marinces Dive gesucht werden. Und ich glaube, das war hier wirklich ein kleiner Fehler auf Seiten von Fabian, denn da ist schon Marinces Dive in seiner Hand. Ich glaube, das hat er kurzzeitig vergessen und deswegen hat er jetzt einfach 2 Marinces Dive. Und ich kann ja die Karte mir nochmal angucken, aber ich vermute einfach mal, dass die Karte Once Per Turn ist tatsächlich. Ja. Die Karte ist absolut Once Per Turn. Sehr cool. Bahamut Hai jetzt beschworen. Und da ist wahnsinnig umwerfend auch jetzt hier mal wieder. Lange, lange ist es her, dass die Karte im Featured Match zu sehen war. Aber hier ist sie. Da haben wir sie mal wieder. Der Omni Negate, der normalerweise in Sprite Decks sehr, sehr, sehr populär war. Damals in Paläozoisch Decks natürlich. Und jetzt aber auch hier im Marinces Deck. Ja, totally awesome. Eine sehr ikonische Karte. Absolut. Vergiss doch bitte nicht die Hero Decks, die dort damals auch sehr, sehr stark war. Mit der Instant Fusion, mit Elder Entity Norden, den Bubble Man beschworen und dann in Bahamut Shark gegangen. Auch wichtige, wichtige Toll-Kombos. Eine Info, die mir bis jetzt noch nicht bekannt war. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben, was du mir da gerade erzählt hast. Kannst Toad Hero nicht? Absolut nicht, nein. So, da wird jetzt dann aber erstmal Marinces Welle wird gemillt. Na gut, ich dachte schon, er kann sich auf die Hand nehmen, aber das funktioniert nicht an der Stelle. Und jetzt wird erstmal gestockt ein bisschen von Fabian. Ja, Fabian unzufrieden, weil er weiß, dass er da diesen Fehler gebaut hat. Er wird jetzt hier, glaube ich, in diesem Szenario einfach keine Möglichkeit mehr haben, an seine Spielfeldzauberkarte zu haben. Und nicht nur Marinces-Spieler, sondern auch alle anderen wissen eigentlich, wie wichtig diese Spielfeldzauberkarte ist. Weil du kannst eben nur mit dieser Spielfeldzauberkarte diese ganzen Link-Monster aus dem Friedhof an deinen Link-Monster auf dem Feld ausrüsten. Und ohne das sind die halt sehr, sehr, sehr viel kleiner. Ja, und sehr anfällig auch für alles andere. Also Protection-Effekte sind da absolut nicht mehr da. Jetzt sehen wir die Paskalus wieder beschworen, zusammen mit Blueslug. Mal schauen, was wir da machen. Ein Splash-Mage sehen wir jetzt beschworen. Interessant. Den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Ist auch ein Wassermonster. Absolut, man vergisst es. Also Cybers und Wasser, man kriegt es auch irgendwie im Kopf nicht so ganz zusammen. Aber es funktioniert ja hier ganz gut in der Praxis. Und daraus wird jetzt hier ein Link 3. Und das ist an der Stelle dann Marble Drop. Marble Drop. Der gute alte Marmorstein, glaube ich. Ja, und hoffen wir mal hier für Fabian, dass der nicht so schnell bricht. Aber auf jeden Fall können wir uns die Marinces Welle erstmal auf die Hand nehmen wieder. Das ist natürlich auch erstmal stark jetzt. Marinces Welle kann ja nicht immer aus der Hand aktiviert werden. Braucht man dafür ein Marinces Monster auf dem Feld oder braucht man den Field Spell? Bitte sag mir jetzt nicht, dass es der Field Spell ist. Ich kann dir die Frage nicht genau beantworten, aber ich guck mal nach der Marinces Welle hier bei uns im Card Highlight. Weil wenn es wirklich if you control a Marine says Link Monster. Okay, na dann zumindest nicht ganz so schlimm, dass der Field Spell da nicht da ist. Es ist trotzdem unangenehm und nicht so gut gelaufen für ihn, aber es funktioniert alles trotzdem irgendwie in irgendeiner Form hier doch noch. So, und jetzt legen wir noch unseren Spell Negate hin. Wenn ich mich nicht irre, ist das Great Bubble Reef? Nein, Bubble Reef ist tatsächlich kein Spell Negate. Er hat sich gegen den Spell Negate entschieden und stattdessen ist Bubble Reef ein weiterer extra Draw. Ja. Sehr gute Karte. Brauchst ein paar extra Ressourcen. Wir verbannen jetzt den Bahamut Shark und ziehen noch eine weitere Karte. Und jetzt.
Wir haben Eclipse gezogen. Das ist natürlich eine Karte, die möchtest du lieber auf der Starthand haben, statt sie jetzt hier im gegnerischen Zug noch nachzuziehen. Aber macht die denn auch so viel gegen das Verheier-Deck? Ich meine... Ich glaube, es ist schon in Ordnung. Es ist auf jeden Fall besser, sie Set zu haben, als sie auf der Hand zu haben. Das mit Sicherheit, auf jeden Fall. So, wieder, wie auch in Spiel 1, zieht Ernst den runischen Brunnen auf seiner Starthand und hat aber diesmal auch eine weitere runische Karte, die er aktivieren kann. Das ist der Schlummer. Da muss man jetzt erstmal gucken, was er beschwört. Braucht er überhaupt Tugin hier? Denn er könnte auch einfach in Gary gehen und crashen. True. Aber ich glaube... Unwahrscheinlich, dass wir schon in der Battleface sind, ehrlich gesagt. Das wäre alles ziemlich schnell gegangen. Er hat relativ schnell den Schlummer aktiviert, nachdem er die Fauten aktiviert hat. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir noch in der Mainphase sind. Und natürlich brauchen wir die Hugen, denn wir haben den Sprite Blue auf der Hand und brauchen deswegen ein Level 2 Monster auf dem Feld. Und wir spezial beschwören hier Sprite Blue. Und Fabian ist jetzt natürlich die ganze Zeit überlegen, wo aktiviere ich meine Welle? Und er macht hier eine Welle. Er möchte den Effekt von Sprite Blue annullieren. Und genau das passiert auch. Ja, es ergibt ja auch Sinn. Also du willst ja... Schon, wenn du jetzt nicht das krankste Opening überhaupt hast, willst du ja schon gucken, dass du deinen Gegner früh stoppst. Und wenn du deinem Gegner jetzt den Search gibst, um deinen Jet zu annullieren, das bringt ja fast überhaupt nichts. Du hast dem Gegner ja wirklich nur ein Monster mehr geschenkt und jetzt sehen wir die Normal Summon von Rex für Hire. Ja, da ist Rex. Das heißt, er hat diesmal wirklich alle drei Engines parat. Und wir annullieren aber den Effekt von Rex mit Totally Awesome. Tributen sie selbst und dürfen uns jetzt natürlich durch den Friedhofseffekt von der wunderschönen Karte, die ich jetzt hier auch nochmal ins Card-Highlight hole, auch dann eben den Doktorfisch zurück auf die Hand nehmen. Und auch das ergibt sich, Runic-Tipp ist natürlich brutal hier stark. Von Ernst. Das ist sehr, sehr stark. Ich mag es sehr, den Rex zu setzen und zu annullieren, einfach dadurch, dass der Friedhofseffekt dann auch nicht mehr kommt im Gegnerzug. Wir kommen auch erstmal nicht mehr so schnell an eine Battleface. Das heißt, das Ding kommt auch nicht so schnell in den Friedhof von Ernst. Hat da die Runic-Engine erstmal gut gestoppt. Mal gucken, ob das weiterhin so laufen wird oder ob er gleich einfach in Gigantic Sprite geht und sich einen Rex aus dem Deck specialt. Ich glaube aber nicht, dass der seinen Effekt dann noch aktivieren könnte. Tatsächlich nicht. Wir verbannen jetzt erstmal die Impermanence bei Fabian. Und ich glaube, Fabian hat gerade nochmal den runischen Brunnen gelesen, weil er wollte nochmal sicherstellen, was passieren würde, wenn er jetzt den Tipp dort ashen würde. Weil er hat Ash Blossom und Joyous Spring auf der Hand und hat dann vielleicht nochmal geguckt, wenn ich das jetzt machen würde, kann er dann trotzdem noch den Draw 3 bekommen? Ja, kann er. Denn die Karte wäre trotzdem erfolgreich resolved. Zwar wäre der Effekt nicht es wäre nicht viel mehr rumgekommen, lass mich so sagen, aber es wäre trotzdem möglich gewesen. Jetzt so. Wurde die Ash wahrscheinlich auf das Draw 2 geschmissen. Ja, und da kommt die Sprite Carrot. Wir gehen für einen Rang 2. Das muss ja eigentlich dann sofort auch der gute alte Gigantic Sprite sein. Oh, wir gehen für Mannequin Cat. Und das ist aber auch gar nicht so verkehrt, denn... So können wir jetzt hier vielleicht nochmal in unsere Verheier-Plays kommen, ohne uns selber schon in Level 2 zu locken. Das stimmt, da ist ja auch gar kein Starter aktiviert worden, das habe ich gar nicht gecheckt. Für mich war es die ganze Zeit schon ein Gigantic-Play, das wir hier sehen. Aber wir sind ja noch wir können auch die Ash einfach beschwören. Wie speziell? Okay. Und nein, ich meine, das ist jetzt einfach Donner dann, vermute ich mal. Ja, das könnte gut sein. Aber was macht der Donner dann? Weil dann müsste er ja noch weitere Verheiers einfach auf der Hand haben. Weil, was viele Leute vergessen, Donner kann natürlich auch aus der Hand beschwören, aber... Ja. Ob da jetzt wirklich noch so viele Verheiers einfach auf der Hand sind? Fraglich. Wir gehen für Folgo. Okay. Wir wollten einfach noch ein weiteres Monster mit einem anderen Typ auf dem Feld haben. Und das ist eben diese Ash Blossom gewesen. Und jetzt beschwören wir hier den Folgo. Und Folgo kann natürlich sofort ein weiteres Monster spezial beschwören. Das finde ich sehr gut. Da kommt man auch schneller wieder an Draws. Da kommt man auch schneller wieder an Runic-Karten. Genau so ist es. Und da ist Rafal. Und Rafal könnte jetzt sofort dafür sorgen, dass da eine weitere Runic-Karte auf seine Hand kommt. Denn da ist ein anderes Verheier-Monster da. Und wir kriegen... Okay, Fossil Dig wäre ein weiterer Weg in Rex. Also Fossil Dig und Rex zieht der Mann wirklich wie ein Weltmeister. Also er will ja deutscher Meister werden hier in diesem Turnier, aber die beiden Karten zieht er wie ein Weltmeister. Er ist schon zwei Level drüber, ja? Ja. Wirklich, und da kommen wir wieder dran. Ist wahrscheinlich auch nicht wirklich schlecht gerade. Klar hat er seine Normalbeschwörung schon raus, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Er hat auch schon den Effekt von Rex genutzt. Ist aber gutes Follow-up für den nächsten Turn. Ah, jetzt hätte ich schon wieder Folgo-up sagen können. Du hast es verpasst. Du hast es einfach verpasst. Aber mal gucken. Ich glaube,
Ernst weiß wieder noch nicht so genau, wie er überhaupt hier Bubble Reef irgendwie überwältigen soll. Wie überhaupt hier das große Link-Monster geoutet wird. Und das sah doch fast aus wie ein Draw for Turn. Ja, es ist wieder der Zug von Fabian. Und er hat hier sowohl Bubble Reef noch auf dem Feld, als auch die Ash Blossom, die er jetzt vielleicht als Link-Material benutzen könnte. Und er aktiviert erstmal Book of Eclipse, um Rafal zumindest schon mal rauszunehmen. Heißt also schon mal, zumindest kein sicherer Monster-Negate. Aber es kommt Flashing Fire auf Bubble Reef und das gibt jetzt natürlich dann Ernst die Möglichkeit, doch zu seinem Draw 3 zu kommen, denn die Runic-Zauberkarten sind ja natürlich immer noch im Friedhof, aber was ist schon ein Draw 3, wenn man noch ein Draw 6 hinbekommen kann, denn Folgo wird auch angechained, der ist jetzt hier aber kein Draw 6 tatsächlich, habe ich gerade mitbekommen, denn Folgo kann natürlich nur so viele Karten ziehen, wie da auch für Hire-Monster auf dem Feld sind. Und es müssen mehrere sein, ansonsten ist es nur ein Draw 1. Also ein Draw 4 jetzt hier in der Addition. Auch gar nicht mal so übel. Und du hast gerade noch gesagt, Ernst scheint gar nicht zu wissen, wie er Bubble Reef los wird. Ich würde fast sagen, er hat doch einen Plan gehabt. Nämlich Flashing Fire'n wir das Ding einfach und ziehen dann in 4 Karten rein. Klar, Flashing Fire ist für diesen Turn jetzt raus. Das muss Fabian auch im Kopf behalten. Aber Freezing Curses gibt es noch und eventuell Destruction, falls er auf den Field Spell Play gehen will. Das heißt, Fabian, limitierte Option für seinen Gegner. Er hat Doppelbook of Eclipse. Das ist nicht die beste Karte gerade für ihn. Ja, also er hat ja schon direkt angefangen mit dem ersten und das war doch eher jetzt nicht so stark, sind wir mal ehrlich. Ja, er hat den einen Monster-Effekt, Monster-Negate rausgenommen. Ich meine, das heißt halt auch, dass der Rex da nicht in den Friedhof kommt. Das müssen wir bedenken. Oh, okay, da kriegen wir Spring Girl. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gut gelegener Hit, weil das ist ein Monster, was du weiterhin auch aus der Hand spezial beschwören kannst. Das heißt, du kriegst einfach mehr Monster in Addition aufs Feld und das wird sich jetzt hier, glaube ich, mehr und mehr hochschaukeln. Ich glaube, Fabian kann hier, und er nimmt auch das Tempo jetzt hier sofort auf. Man sieht richtig, der merkt das hier. In dem Zug kann hier einiges passieren. Ernst stoppt ihn auch gar nicht. Ernst sagt, ja, mach, mach, zeig mir, was deine Marines des Monster können. Und die können so einiges. Jetzt endlich der Field Spell auf dem Feld. Wir sind in der Marincess Arena und jetzt geht's erstmal richtig ab. Die Angriffspunkte werden erhöht von den Marincess Monstern. Wir sind ready to party. Die Marincess Fans cheeren richtig, die jubeln von den Rängen und Folgo sitzt da einfach und denkt sich, was mache ich eigentlich hier? was mache ich? Warum habe ich eigentlich nur eine Karte gezogen? Was war da los? Was war da gerade los? Habe ich schon wieder nicht abgeliefert. Ja. Mein Gott, ich hoffe, Ernst ist nicht enttäuscht von mir. Aber ich bin mir sicher, dass Ernst mit seinem 6-0-Score bisher überhaupt nicht enttäuscht von seinem Folgo vorher ist. Und auch in diesem Match ist er ja noch alles andere als abgeschrieben. Er liegt 1-0 vorne und auch dieses Match ist, auch dieses Spiel ist noch ganz und gar nicht verloren hier gerade. Nee, das stimmt. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Oh, da wird vielleicht was mit dem Rex gemacht von Fabian. Aber das ist natürlich ein zweiseitiges Schwert, weil wenn du da den Rex jetzt irgendwie weglinkst, dann gibst du Ernst den Rex im Friedhof. Und das ist eben ein Schnelleffekt im gegnerischen Zug und dann könnte er da wieder was beschwören. Ich frag mich aber nur gerade, was ist denn jetzt eigentlich die Win-Condition von Fabian? Das ist die Sache. Er hat ja eben auch nicht so wirklich uns zeigen können, wie er da überhaupt groß viel Schaden aufs Feld bekommt. Aber vielleicht kann er uns das jetzt hier eben zeigen, weil da muss was sein. Er muss Wege haben, um auf Going Second zu gewinnen. Sonst würde er ja nicht 6-0 stehen. Genau, exakt. Er ist ja nicht mal Going Second gegangen hier. Er hat ja einfach angefangen. Ja. Er muss ja irgendwie gewinnen können. Aber es sah bisher alles nur so aus, als würde er Monster mit mittelmäßig hohen Angriffspunkten beschwören. Und jetzt gehen wir in der Ash. Da wird jetzt hier erstmal eine Link 4 Beschwörung scheinbar durchgeführt. Das Extra-Deck von... Und da ist jetzt aber der Silantis. Ich hab's dir gesagt, genau das muss eigentlich hier seine Win-Option sein. Silantis wird beschworen und Ernst muss auf die Beschwörung überlegen. Er hat kein Flashing Fire mehr. Das ist schon mal radikal für ihn. Aber vielleicht hat er ja noch Freezing Curses. Freezing Curses ist, glaube ich, hier die Karte, die er braucht, um das Ganze aufzuhalten. Ja. Freezing Curses wäre jetzt essentiell, denn langsam gehen wir in Richtung von Timeout und Ernst muss sich bewusst sein, dass er 400 Lebenspunkte drunter ist. Und da ist Freezing Curses auf Silantis. Er stoppt den großen Push für Damage und das ist so wichtig. Da werden wieder 3 Karten verbannt. Veiler, Impermanence, interessiert hier keinen. Alle raus damit, alle weg damit. Braucht wirklich niemanden, gerade irrelevant. Und Ernst sitzt jetzt da und wartet. Er wartet auf den Punkt, an dem er endlich mal zu einer Battleface kommen kann, bei der er auch angreifen kann. Er muss quasi im nächsten Zug so viel Vorteil generieren, dass sein Gegner kaum noch was machen kann. Ansonsten wird das hier wirklich eng. Ja, absolut. Gerade liegt Ernst in Lebenspunkten hinten. Und mal gucken, was er da jetzt anstellen kann. Also das Extra-Deck von Fabian quasi non-existent mittlerweile. Da sind wirklich, glaube ich, zwei Karten mittlerweile noch, da drin. Jetzt benutzen wir aber erstmal den Marincis Dive, um den Dr. Fisch aus dem Friedhof Spezial zu beschwören. Der hat aber natürlich seinen Effekt schon benutzt, um etwas vorzuzeigen.
Ich muss sagen, bei Dr. Fisch, wenn ich das hier immer so auf der Kamera sehe, habe ich das Gefühl, dass da jemand drauf unterschrieben hat immer auf der Karte. Weil es ist einfach nur so stark das Kleid nachgezeichnet. Deswegen sind da diese krassen schwarzen Konturen immer. Das wäre auch eine sehr komische Unterschrift, ehrlich gesagt. Das stimmt, einfach nur ein Kleid anmalen. Ja. So. Fabian, obwohl es nur zwei Karten sind, hat er jetzt wirklich schon vermehrt durch sein Extra-Deck da durchgeguckt jeweils. Aber Ernst sitzt da ganz tief entspannt nach wie vor. Er wusste, dass er einfach auf Zilantes warten muss. Vielleicht war ihm das bekannt. Wir haben uns ja gefragt, was kann da jetzt so der Push sein, going second. Und scheinbar war das Ernst die ganze Zeit über klar, dass das einfach eben dieser Zilantes sein muss. Er hat genau auf den gewartet und genau das unterbunden. Das ist nämlich auch der Vorteil von Spielern, die extrem viel auf Locals gehen. Die haben alles schon mal gesehen. Ja. Oh, da kommt jetzt Narentes Kristallherz aufs Feld. Und okay, guck mal, jetzt wird auch die letzte Karte. Alle 15 Karten aus dem Extra-Deck von Fabian wurden benutzt. Die 15. Extra-Deck-Karte wird beschworen. Und es ist jetzt zum Schluss dann doch nochmal der Spelltrap Negate geworden. Es ist dann doch nochmal, wie heißt er noch gleich? Ist das Argonaut? Der Aqua-Argonaut geworden. Ja, absolut. Mit seinen unfassbar großen 2300 Angriffspunkten. Gut, jetzt kommen da erstmal noch ein bisschen paar Karten. Erhöht werden natürlich durch den Battle Ocean jetzt hier. Und wäre da eine Destruction in der Hand gewesen, dann wäre sie ja wohl vorher gekommen. Das würde ich auch meinen. Fabian richtet weiteren Schaden an den Lebenspunkten von Ernst an. Und ich glaube, Fabian muss jetzt, ich wollte gerade sagen, er muss den Rex noch aufflippen, weil sonst gibt er dem Gegner auch noch einen weiteren Draw. Aber den weiteren Draw wird er wohl sowieso noch bekommen. Aber jetzt erstmal darf sich da die Welle wieder auf die Hand genommen werden. Was natürlich sehr, sehr stark ist. Der zweite Effekt von Pascalus im Friedhof gibt ihm jetzt hier die Möglichkeit, auch im nächsten Zug nochmal Welle zu haben. Jetzt macht Ernst erstmal eine Welle in der Endphase, möchte Karte ziehen. Tut das, zieht eine Karte jetzt auch in seiner Drawphase. 4,5 Minuten sitzt noch gut auf der Uhr. Schafft Ernst hier sich irgendwie in Lebenspunkten nochmal in Front zu bringen? Ernst hat auf jeden Fall ordentlich Schaden aus der letzten Battle Phase genommen. Er ist dabei, er hat einen Rafals auf dem Feld. Es sieht eigentlich so aus, als ob er diesen Zug Damage drücken könnte. Er wird allerdings keine Battle Phase bekommen. Gibt es da Effekte in seinem Extra-Deck, die ihn Schaden anrichten lassen? Hat er Karten gesided, die ihn Schaden anrichten lassen? Das sind jetzt die großen Fragen. Ich denke, die einzige Karte, die potenziell da wäre, die wäre Wiz. Er könnte Wiz halt irgendwie benutzen, um einen Lebenspunkteunterschied herbeizuführen. Aber ist halt die Frage, ob er Wiz überhaupt reingesidet hat. Das weiß man halt nicht so genau. Jetzt kommt erstmal Rookie for Hire und das könnte jetzt hier die Antwort sein. Ist da direkt der Wiz, der beschworen wird oder was wird hier beschworen? Das werden wir gleich rausfinden. Die Anzeige ist 7600. Wir gehen erstmal auf Beat. Beat kann jetzt erstmal wieder was suchen. Beat kann aber erst etwas suchen, wenn da ein weiteres Fire-Monster ist. Das muss erstmal irgendwie zustande gebracht werden. Aber ja klar, er kann ja Rafale einfach wieder aufflippen. Ja. Die wurde ja erst in der Endphase geflippt, In der Endphase geflippt, exakt. Die ganzen Book of Eclipses haben wirklich nicht so richtig den mega krassen Job gemacht hier für Fabian, das ist muss man sagen. Wirklich nicht. Die Karte, vor allem gegen Runic-Decks, ist Book of Eclipse wirklich nicht das einzig wahre. Jetzt sehen wir da, Folgo wurde durch Rex beschworen, wird direkt erstmal eine Welle auf Beat geschmissen und jetzt schauen wir mal. Ich dachte, Ernst schiebt zusammen, aber er schiebt nur zwei Monster zusammen, um eine Link-Beschwörung von Nightmare Phoenix einzuleiten. Da wird schon wieder evenly matched up, zieht eine Karte, dadurch, dass die Karte geco-linked ist und wie geht's jetzt hier weiter? Ernst, wie richtest du hier Schaden an? Wie machst du das Ganze hier möglich? Was ist der Weg? Auf jeden Fall erstmal Freezing Curses. Ja, Freezing Curses auf wird annulliert. Also, das zeigt zumindest die... Und tatsächlich ganz schnell schiebt jetzt hier Ernst zusammen. Knapp 3 Minuten noch auf der Uhr. Ernst sieht ein, er wird es hier nicht mehr im Rahmen der Zeit zustande bekommen. Da will er lieber nochmal die Möglichkeit haben, sich jetzt hier auf dieses dritte Spiel noch kurz vorzubereiten und mit seinem Side-Deck dann die Option vielleicht zu haben, dort eine Lebenspunkteveränderung herbeizuführen. Das ist sicherlich der Weg. Ich hätte gedacht, dass er schon früher einfach dazu greift, aber er hat sich dann doch ein bisschen Zeit damit gelassen. Jetzt mal gucken, ob die beiden das überhaupt hinkriegen, da so schnell noch zu siden. Wenn man mal ehrlich ist, vielleicht hätte er dieses Spiel im Endeffekt noch gewonnen. Nicht in der Zeit, die ihm geblieben ist, aber es sah wirklich so aus. Er hatte noch die Runic Fountain, da ziehst du noch 20 Karten durch. Er hatte noch den Folgo, das sind auch nochmal at max 3 Draws. Nicht in diesem Zug, Marinces Welle. Ah nee, die kam ja auf Beat. Er hätte sogar in diesem Zug noch sehr viel ziehen können. So Wiz ist es. Vielleicht einfach noch nicht im Deck gewesen. Wahrscheinlich. Vielleicht hätte er ja irgendwie 2500 Lebenspunkte und Wiz zusammengekriegt. Maximal geht es ja 3000. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt so viele für Hires spielt. Aber auf jeden Fall muss Sebastian jetzt gucken.
dass er diesen letzten Turn nochmal durchgespielt bekommt, bevor wir das Spiel in einem Draw beenden müssen. Genau so ist es. Aber da ist jetzt natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit sehr, sehr viel besser für Sebastian. Weil ich sehe, oder für Ernst vielmehr, ich sehe nicht so wirklich die Möglichkeit für den guten Fabian das Spiel hier zu gewinnen. Da gibt's eigentlich, sind da in seinem Side-Deck vielleicht die, wie hieß die Karte noch? Es gibt Firecracker. Dort, nee, die meine ich jetzt gerade nicht, aber es gibt dort die eine Handtrap. Ja, Spooky Dogwood. Ist da eine Spooky Dogwood im Side-Deck von Fabian? Das wäre eine Möglichkeit. Warte, ich klicke auf das falsche Symbol. Nein, nee. Keine Spooky Dogwood. Das heißt, der Einzige, der hier vielleicht dafür sorgen kann, dass er als Gewinner aus diesem Match hervorgeht, wird der gute Ernst sein. Ob das hier der Fall ist, wird sich jetzt hier in den nächsten Sekunden zeigen, denn beide Spieler sind bereit. Ein weiteres Spiel ist noch zu spielen. Also, lass uns reingehen in Spiel 3 dieses Runde 7 Featured Matches. So, da sehen wir es. Ernst wird anfangen. Wir haben 1 Minute 30 auf der Uhr. Und jetzt sehen wir schon mal Nibiru auf der Hand von Fabian. Das ist eine absolut geniale Möglichkeit. Werden wir einen Gigantic Sprite sehen, bevor Whispersworn wird? Davon gehe ich nicht aus, denn das funktioniert so alles. Und schaust dir an, Ernst, seine Lieblingskarte hat er mal wieder gezogen. Der gute alte Fossil Dick bringt ihm sofort wieder Rex auf die Hand. Ja, Rex sieht da sehr gut aus in dem Spot, um die Verheier-Kombo ins Rollen zu bekommen. Kann sich jetzt direkt erstmal Rookie for Hire suchen. Vielleicht ist auch das Erste, was er direkt macht, jetzt Wiz zu beschwören und sich einfach nur 500 Lebenspunkte dazu zu geben, noch bevor irgendwie ein Nibiru kommen kann. Auch möglich. Und guck mal, zum Dritten, also wirklich, er hat in allen drei Spielen hat er Fossil Dick und Rex gezogen und in allen drei Spielen hat er auch einfach die Ring Fountain sofort als Karte auf seiner Hand gehabt. Ja, wer kann, der kann, ne? Da kommt jetzt erstmal Huggin-Effekt und auch Fountain-Effekt, so wie es aussieht. Und Ibli! Und Ibli ist natürlich ein Weg, theoretisch, um die Bio rumzuspielen. Im Friedhof wird sie das aber nicht tun. Wollte ich gerade sagen, klingt erstmal eher schwer mit der Ibli im Friedhof. Aber wir nehmen jetzt die zweite Fountain aus dem Deck auf die Hand. Wir mischen die Destruction nach unten und wir ziehen zumindest eine Karte mit der ersten Runic Fountain. Und jetzt schauen wir mal, wie das weiter aussehen wird, dieser Zug. Sehen wir ein Rookie for Hire? Ja, auf die Huggin. Jetzt sehen wir mal, was aus dem Deck beschworen wird. Kommt da jetzt Beat, kommt da jetzt Donpa oder kommt da schon Wiz? Es ist erstmal Beat. Ding, ding, ding. Timeout jetzt hier genau in diesem Moment. Darüber werden die Spieler jetzt, denke ich, auch informiert. Aber Ernst sagt sich, ja, das war uns sowieso bewusst, dass hier dieser Zug sofort im Timeout enden wird. Aber jetzt habe ich hier natürlich noch meine Möglichkeit, da vielleicht durch Karteneffekte noch eine Lebenspunkteveränderung herbeizuführen. So, und jetzt sehen wir den Runic Slumber. Und der wird eine Huggin oder vielleicht auch wieder Gary beschwören. Einfach mal alles beschwören. Ich denke, es muss ja eigentlich Huggin sein. Ja. Dann hätten wir sofort die Möglichkeit, für Gigantic zu gehen. Das wäre dann eben erst die Beschwörung Numero 4. Aber dann kannst du ja Wiz nicht holen. Ist Wiz nicht vielleicht sogar ein Level 2 Monster? Nee. Wiz ist ja alles andere als ein Level 2 Monster tatsächlich. So, wir gehen also für eine Link 2 Beschwörung. Und das wird dann ja wohl Donner sein. Jetzt wird der Effekt von Beat aktiviert und Beat. Vermutlich wird er jetzt hier einfach dann jetzt den Wiz suchen, denke ich mal. Das kann sehr gut sein. Und denk dran, das ist kein Ignition-Effekt, das ist ein Trigger-Effekt. Das heißt, sobald sie beschworen wird, bekommt sie 500. Aber da kommt erstmal der Nibiru auf den Resolve von dem Ganzen. Fabian, sind das nicht erst Nibiru? 4 Summons gewesen? Das überlege ich auch gerade. War das nicht Rex, 1, 2, 3, 4. Huggin, Donner. Ich glaube auch, das müssten 4 Beschwörungen sein, ne? Ja, und da ist, also... Ich glaube, es waren 4. Lass uns das nochmal. Wir gucken sie aus dem. Der Donner wurde gerade aus Huggin und Rex gemacht. Ja. Oh, da müssen wir nochmal ganz schnell. Die beiden sind gerade schon am Zusammenpacken. Magst du vielleicht einmal ganz schnell. Oder. Du hast in die Gruppe kurz geschrieben, ne? Aber ich glaube, dass das sich jetzt erledigt hat und hiermit haben wir das Unentschieden. Da wurde nach dem Nibiru ganz schnell zusammengeschoben und dann ist das Spiel auch mal vorbei. Genauso ist es. Das heißt, es wurde kein Weg mehr gefunden, da jetzt noch irgendwie wieder zurückzukommen. Und dementsprechend sehen wir also, dass ein Draw zustande gekommen ist, was aber vielleicht für beide Spieler gar nicht mal so verkehrt ist. Das kann man sogar eigentlich machen. To be fair, wenn die Wiz beschworen wird, kann man immer noch Nibiru drauf anketten. Soweit ich weiß,
gibt Wiz 500 Punkte für jedes für Hire-Monster auf dem Feld zurück. Das heißt, dann sind da gar keine mehr da und es könnte gar nicht mehr dazu kommen. Okay, kann ich nachvollziehen. Das heißt, auch wenn es gerade keine 5 Beschwörungen waren, dann war das alles in Ordnung. Aber ein wunderbares Draw. Das erste, was wir überhaupt heute hatten hier im Feature-Patch. Ne? Ganz, ganz große Premiere hier für uns. Die Draw-Premiere des Wochenendes. Wunderbar. Es wurde viel gedrawt von Ernst gerade in diesem Match. Also wirklich 10, 15 Karten. Spielern. Wirklich, wie viele Fountain Resolvers wir dieses Wochenende schon gesehen haben, alleine im Feature-Match. Ich will gar nicht wissen, ehrlich gesagt, will ich ganz genau wissen, wie oft Fountain für Draw 3 an diesem Wochenende insgesamt benutzt wird. Es wäre cool, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, das einfach irgendwie zu tracken. Wenn jeder irgendwie, okay, Fountain für 3, man muss auf den Knopf in der Mitte des, des Tisches drücken. Ja, da wurden mal wieder 3 gezogen. Ja, da wurden mal 6 gezogen mal wieder. Eben. Wunderbar. Oh, auch für 6 mit Folge, das macht ja einfach nur Spaß zuzugucken. Total, alleine total. Schon. Die ganze Zeit, ich meine, also so volle Hände nehmen, weißt du? Folgo-Hände, Oh, Sebastian, hör mir auf. Du greifst einfach auf dein Deck und dann ziehst du das so rüber. Ja, das macht Spaß. Karten halt zerknickt schon direkt, wenn du so richtig noch mal eine Starter einfach ziehen, Ja, eben. Das ist ja wirklich mehr als eine Starter. Das sind ja 6 Karten. Das ist ja going second, eine Starter sich einfach noch mal nehmen. Das macht einfach Spaß. Das ist einfach ein Rausch der Gefühle ist das. Ganz genau so ist es. Aber ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt in der Runde kein Winner-Interview zustande bekommen werden, weil es gar keinen Gewinner gab, gehen wir erstmal in eine kurze Pause, werden uns aber gleich dann auch wieder mit mehr Live-Action hier bei der Deutschen Meisterschaft in Dortmund sehen. Von daher, bis dahin.